Willkommen zurück zu meinem Let's Play und wir fangen genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich auf dem Planeten Eden Prime. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Erst auf der Eden Prime. Gut, reden wir mal mit dir. Gott, was war hier los? Oh mein Gott, ja, das weiß ich mich auch. Du Richt willst. Nach Rauch und Tod. Ah, okay. Laufen wir jetzt einfach mal lang. Mit Q ziehen sie ihre Waffe. Okay. Was zur Hölle sind das für Dinger? Mit Q steckst du es auch wieder weg. Keine Sorge, die sind harmlos. Verdammt! Cool. Man hab es drauf. Ich denke mal, ja, mit Mausrad wechsel ich die. Sie haben eine Waffe ausgerüstet, an der sie nicht ausgewählt wurden. Durch Schaden und Präzision verringert werden. Halten Sie das gedrückt, um die Waffe Ihres Squads zu wechseln. Ich denke mal, da bin ich eher drin ausgerüstet. Ja. Ja, ich habe einen Infiltrator und der wird ja, denke ich mal, mehr mit Pistolen und so arbeiten. Öffnen. Rüstungsupgrade, Schildbatterie und Waffenupgrade. Cool. Alles nehmen. Und was sage ich, was war das? Werden wir, denke ich, noch erfahren. Das ist. Also dieses, das Mass Effect Let's Play wird bis zum bestimmten Punkt noch nicht ganz klein sein, auch wenn ich bis jetzt noch nicht alles. Jetzt auch nicht mehr alles weiß, was ich damals mal erspielt habe. Aber ich hatte es halt mal angefangen und hatte dann keine Lust mehr zu spielen, glaube ich. Obwohl das Spiel echt cool ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich hatte dann halt keine Lust mehr. Und irgendwie habe ich mich gerade. Ja, sag mal. Ich habe mich leicht verlaufen. Egal. Vielleicht sollten wir einfach mal diesen Weg hier folgen. Wir müssen ja nicht unbedingt eine Pistole die ganze Zeit haben. Gott, was ist hier geschehen? Was hast du eben schon gefragt? Ja, Schüsse überall. Oh mein Gott, Krieg, Verderben, Tod, alles. Wow. Mit Helm sieht der Held gar nicht so schlecht aus. Ark. Drücken Sie ihn. Ah. Das habe ich eben auch schon rausgefunden. Sie sind eine Stufe auf. Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach einem Stufenaufstieg. Ah, ich bin schon. Okay, Elektronik, Dechiffrierung. Pistole, taktische Panzerung, Infiltrator, reduziert Hitzentwicklung bei Pistolen und Präzisionsgewehren um 5%, erhöht den Schaden durch Tech-Minen-Explosion von Sabotageüberlastung und Dämpfung um 5%, verbessert Schmeichelnrate auf 1, schaltet neue Dialogoption frei, okay, cool, verbessert Einschüchternrate, schaltet, okay, erhöht Tech-Explosionsschaden durch Sabotage, Dämpfung und Überlastung um 10%, erhöht die Schildkapazität um 30, regeneriert zusätzlich 400 Punkte Schaden bei der Fahrzeugreparatur. Taktische Panzerung erhöht Panzerung, erhöht Schaden, verbessert Schadenschutz um 5%, verbessert Biotech-Tick-Schutz um 5%. Erhöht den Schaden um 5%, verbessert Präzision. Dann machen wir das mal auf 1. Machen wir das gleich mal auf 3. Erhöht Pistolenschaden und Präzision, reduziert die Möglichkeit von Überhitze. Dann machen wir noch Infiltrator hoch. Gut. Na? Stopp. Oh mein Gott. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir verdienen mit Riesen, wir können ihm nicht helfen, vergessen ihn. Na, ich bin ja ein netter Commander. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir.
Vorbildlich, plus 2. XP plus 10, cool. Ich bin halt ein vorbildlicher Commander. Shepard. Ingo Shepard. Oh. Boah. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Alles klar, nein, alles. Upgrade Kit. Gehärtetes Gewebe, alles nehmen. Gehen wir mal ins Inventar. Klicken Sie auf Filter rein, um zwischen den Gegenständen hin und her zu schalten. Wählen Sie einen Gegenstand. Ach ja, gut. Werden wir schon irgendwie alles hinkriegen. Schrotfinder, Pistole. Ich hab doch eigentlich. Ah, cool. Kühlkörper absorbiert und leitet die Hitze ab, die normalerweise bei erfreuender Waffe plus 10% Hitze ab. Oh. Es ist spät, Leute. Hitzeabsorption. Meine Güte. Es ist spät, wie gesagt. Ja, ich weiß immer diese Ausreden, aber es ist so. Leer. Schade. Habe ich nicht schon mehr aufgenommen? Aber aufgenommen. Aufgenommen. Panzerung, da habe ich noch was. Rüstungsupgrade. Schildbatterie. Plus 40 Schild, plus 10% Härtung. Gegen Biotech und Tech-Angriffe. Biotech. Biotech. Ah, Biotech. Oh Gott. Da kann ich nichts machen. Granatwerfer. Ich habe einen Granatwerfer. Avenger. Wow. Das ist ein Sniper. Das hatte ich eben schon. Na gut. Ja, das schon. Ja, damit treffe ich das recht gar nicht. Oh, kann der auch stillhalten irgendwie damit? Bam! Guter Schuss. Wechseln Sie. Yeah. Oh Mann, ich bin ein übelster Sniper. Boah, oh, ich bin jetzt erschrocken. Wie cool die drauf ist. Ei. Ich habe eine Waffe ausgerüstet. Ich hab einen Sniper in der Hand. Ich denke, ich bin. Oh. Egal. Danke für die Hilfe, Kommando. Bitte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Ich auch nicht. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geht. Die Geht haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind Sie jetzt hier? Deutsche Übersetzung. Ist toll. Sie müssen wegen des Senders. Im zweiten Teil haben sie dann Helings Geff gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Gleich hinter der Anhöhe. Den habe ich wiederum deutsch gespielt. Aber den werde ich auch nochmal let's playen. Mit den und die ich noch nicht gespielt habe. Schließen Sie sich uns an. Bringen Sie uns dorthin. Bleiben Sie hier. Ja, anschließen. Gut. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen wir. Los gegen geht's. Die geht's kämpfen. Erhaltene Gegenstände, Striker 1, Schutzabwehr für Sorge Ilanus.
Munitionsupgrade, Panzerbrechen, cool. Was nehmen. Drücken Sie I, um die Ausrüstung und Bridger zu öffnen. Wo Sie Waffen, Rüstung und andere Gegenstände Ihrer Squad wechseln und modifizieren können, öffnen Sie nun das. Das habe ich eben schon gemacht. Ich bin viel weiter als die. Rüsten Sie die Pistole aus. Doppelgang sehen. Okay. Macht aber mehr Schaden. Ja. Jede Waffe hat wenigstens einen Waffen- und einen Munitions-Upgrade-Slot. Klicken Sie auf das Waffensymbol, um auf die Waffen-Upgrades zuzugreifen. Da, okay. Schon so. Ach, ich bin im Spiel ja schon längst voraus. Das ist alles schon mal gemacht. Drücken Sie, um Squad-Bildschirm zu öffnen. Drücken Sie in Overkill. Ermöglicht lange und präzise Seifen aus Sturmgewehren. Toll. Dann macht das doch. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Leicht, Mensch, Scorpion 1. Alles nehmen. Alles nehmen. Ich nehme einfach erstmal alles mit. Ja, ich plündere erstmal alles. Laufen Sie mit Deckung. Okay. Gehen Sie Deckung nehmen zu. Mit gezogener Waffe auf. Was? Gegen den Felsen drücken. Ah. Moment, dann nehme ich doch einfach mal mein Scharfschützengewehr. Bam! Ich liebe das Scharfschutzgewehr jetzt schon. Boah, cool. Ah. Oh, ah, gut. Moment, ich habe einen Scorpion gefunden. Das ist bestimmt eine Waffe. Ist es nicht. Ach so, doch. Ist eine Rüstung. Schilder. Das Ding ist ja viel besser als meine. Die werde ich gleich mal nehmen. Übertragen. Ja. Wow, sieht die cool aus. Alter. Ingo Shepard. Der Held. Der Helden. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden.